Weiter geht es mit Mario und Luigi's Superstar Saga für den Nintendo Game Boy Advance. Wir müssen Bowser helfen und 100 bohnenländische Taler sammeln. Diese erspielen wir uns im Kampf sowie in der Oberwelt durch die beliebten Fragenzeichenblöcke. Wir werden heute die paar Aktionen kennenlernen. Das Tutorial werde ich rausschneiden, weil das kostet uns nur unnötig Zeit. Dies kann man dann ganz einfach an einer Trainingsstelle, die wir nach dem Tutorial spielen müssen, erklären. Wir können unseren Münzstatus immer mal regelmäßig im Koffermenü herauslesen. Das zeige ich gleich mal nach diesem Kampf. Doch vorher erreicht Mario Level 3. Im Laufe unseres Mini-Let's Plays wird Mario mindestens Level 36 sein müssen für den Endkampf. Das kann ich euch versprechen. Ein neuer Feind, die Bidi-Kanone. Auch diese kennen wir doch noch aus den Mario-Spielen von früher. Und auch Luigi erreicht Level 3. So, die Münzen wollte ich zeigen. Mit Select können wir das sehen. 37 Münzen haben wir zurzeit erspielt. Da geht noch einiges. Wir brauchen ja 100 Münzen. So, wir lernen jetzt die paar Aktionen kennen. Ich sage mal bis gleich. Wir müssen jetzt ein Ereignis auslösen. So, das Tutorial haben wir abgeschlossen und als Training müssen wir jetzt zu einer Flagge. Perfekte Gelegenheit, das jetzt noch im Nachhinein zu erklären. Durchdrücken von dem L-Knopf können wir ein Aktionssymbol ändern. Links ist für den Hintermann, rechts für den Vordermann. Im Moment können wir nur links drücken. Ihr seht, das obere Symbol in der rechten Ecke hat sich verändert. Luigi kann zusammen mit Mario höher springen.
während Mario einen Wirbelsprung ausführen kann, wenn er auf Luigi ist. Finde ich sinnvolle Ergänzung, da gibt's dann im Spiel noch mehr zu erleben. Zeit, das noch uns weiter zu verinnerlichen, was wir gelernt haben, an einer kleinen Trainingsstelle. Die Trainingsstelle meine ich natürlich die Umgebung, aber so trainieren wir ja auch unsere Kampffähigkeiten. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben ein neues Menü, die Paarattacke. Dazu später gleich mehr. Das wird uns gleich im Kampfgeschehen erklärt. Darauf möchte ich jetzt mal nicht selber eingehen. So, hier können wir unsere Fähigkeiten nutzen. Hier den hohen Sprung. Und mit Mario können wir den Wirbelsprung ausführen. Das hat uns aber leider jetzt gerade wenig gebracht. Ihr seht, das hat jetzt was mit der Geschwindigkeit zu tun, mit den Geschwindigkeitspunkten. Mario ist schneller als Luigi zurzeit noch, deshalb greift die Willi-Kanone zwischen Mario und Luigi an. Dies kann natürlich dann die späteren Kämpfe sehr beeinflussen. So, lernen wir jetzt noch ganz schnell, wie wir als Paar kämpfen. Ich habe es eben schon angedeutet, wir haben einen neuen Block dazu bekommen. Und wir können das Ganze, wir können zusammen kämpfen. Dies wird uns jetzt gezeigt. Unsere zwei Freunde haben viele Trainingsobjekte mitgebracht, wie wir sehen. Und der letzte ist für uns. Die Paarattacke üben wir jetzt. Mario hat in seinen Kommandos einen neuen Block dazu bekommen. Die Paarattacke. Und da blicken wir jetzt mal kurz rein. Marios Powersprung Platschbrüder. So, und das setzen wir jetzt auch gegen den kleinen Fliegmut mal ein. Und immer wenn der Bildschirm dunkel ist, müssen wir einen bestimmten Knopf drücken. In der Platschattacke ist es in diesem Fall aus A. Danach B. Und zum Schluss nochmal A. Und das im richtigen Timing. Das ging jetzt in Zeitlupe. Das können wir verstellen im Kampfmenü mit L und R, wie uns das jetzt auch gezeigt wird.
Da hinten die Zahl, 3, 4, das sind die Brüderpunkte. Deshalb ist es wichtig, eine hohe Brüderpunktzahl zu haben. Luigi kann natürlich andere paar Attackenfähigkeiten. Jeder hat sein eigenes Muster, also sinnvolle Ergänzungen. Jetzt werden uns hier nochmal kurz die Brüderpunkte erklärt. Und wie Luigis Paar-Attacke geht, das wollen wir dann beim nächsten Mal erfahren. Hinten mal einen Speicherblock, speichern wir ganz schnell. Blicken wir mal kurz drauf. 78 Münzen haben wir schon. Also über 50%. Ich sage, bis zum nächsten Mal.